über Wasser einen Abend lang diskutieren, könnte man das fragen. Das ist doch so alltäglich, dass es fast schon langweilig ist. Das ist doch H2O und fertig. Nun, unsere Podiumsgäste werden solche Vorstellungen sicher schnell demontieren und auch sie sind offensichtlich anderer Meinung, sonst wären sie heute nicht gekommen. Ich begrüße herzlich Nora Murer, Professor Dr. Max Maurer und Simon Jonkur und meinen Kollegen Dr. Sebastian Moders, der das Podium moderieren wird. Wasser ist natürlich weltweit ein Thema, auch in vielen Regionen, wo sehr wenig davon vorhanden ist. Aber ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir hier zunächst einmal im Inland beginnen. Großes Bild, großer Durchschnitt, hat die Schweiz einfach wahnsinnig viel Glück. Wir sind in einer wirklich einzigartigen Situation. Es regnet wahnsinnig viel, oder? Es regnet in der Schweiz 60 Kubikkilometer, wenn Sie es vorstellen wollen. Oder es sind etwa 1,5 Meter, wenn alles aufstauen würde, nichts abfließen würde, erregnet es etwa 1,5 Meter in der Schweiz. Alles wäre mit 1,5 Meter Wasser bedeckt. Das ist viel Wasser. Wir haben eine sehr, sehr einzigartige, glückliche Situation, die uns viel Wasser beschert, die uns regelmäßig Wasser beschert. Und der dritte Punkt ist das wichtig. Wir haben noch wahnsinnig viele Speicher. Andere Länder bauen große Speicher. Wir haben große Seen, wir haben viel Grundwasser, wir haben die Gletscher. Wir haben den 6-fachen Jahresniederschlag in natürlichen Speichern verfügbar. Das Einzigartige, das gibt es sonst nirgends auf dieser Welt in dieser Kombination. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das nicht etwas ist, was wir geschaffen haben, sondern dass wir einfach Schwein gehabt haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir wirklich im Herzen liegt. Und auch in der Zukunft, auf der Größenhaus wird ein bisschen mehr regnen im Winter und dann vielleicht ein bisschen weniger regnen im Sommer. Es macht nicht der Zukunftswandel, wird auf diese großen Wassermengen, die ich jetzt erzählt habe, einen großen Durchschnitt, keinen großen Einfluss haben. Wir werden nicht verdursten wegen dem. Allerdings, der Durchschnitt ist nicht immer dasselbe Bild. Wenn der Bill Gates und ich in einer Bar sind drin, dann habe ich auch im Durchschnitt sehr viel Geld. Aber das bringt nicht immer das, was man sich wünscht. Und da kommen genau diese Extremereignisse rein. Sommer, das Wallis ist nicht der Thurgau. Die Schlussfolgerung, die wir heute ziehen, ist, dass wir, glaube ich, oder all die Klimaprognosen, die wir haben, die unterschätzen, wie stark das unsere Extremereignisse sich auswirken werden. Wir müssen neu lernen, mit Wasser umzugehen, um unsere Städte, unsere Zukunft immer resilienter zu gestalten. Ist denn unser Trinkwasser in Gefahr? Wie würden Sie die Argumente dieser Initiative denn bewerten, wenn erstmal genug Wasser da ist, wie Herr Maurer sagt? Ja, immer so ein bisschen ein Spagat, den wir hinkriegen möchten und anstreben, und zwar ein Spagat zwischen der einen Seite mit der Message, hey, ja, wir haben super Trinkwasser, es ist das meist kontrollierteste Nahrungsmittel, das wir haben, und man kann das bedenkenlos trinken, und dann aber gleichzeitig auch auf der anderen Seite die Message, ja, wir müssen auch unser Wasser, wir müssen Sorge dazu haben, es ist unter Druck und es muss geschützt werden. Wenn Sie einmal einen Grundwasserleiter verschmutzt haben, dann geht es Jahrzehnte, bis das Ding wieder. Alles, was unter Grundwasser ist Regenwasser, das oben auf die Oberfläche fällt, oder? Und dann durchsickert, und da gibt es gewisse Reinigungsleistung. Aber das, was Sie oben an der Oberfläche machen, das kommt unten an. Und das bleibt unten. Oder? Und das geht von Nitrat über alle Pestizide, die wir einsetzen, all das Zeug, das wir oben nutzen, kommt unten an. Aber wo eigentlich die große Lücke ist, die wir sehen, sind die Innovationen, die so ein bisschen weniger fancy sind, die man nicht anfassen kann, sondern da geht es um Innovationen in Bezug auf die Fragen, wie kann man Bewusstsein schaffen bei den Leuten, wie kann man Finanzierungsmechanismen installieren, wie kann man Institutionen dazu bringen, dass sie die Anreize sehen, die man aus einer ganzheitlichen Perspektive sehen kann, wenn man auch mit einer Vogelperspektive auf die Gesellschaft runterguckt, aber dann runterzoomt auf die einzelnen Institutionen, sieht man dann irgendwie, dass diese Anreizstrukturen sich verbessern oder nicht mehr da sind. Weil wir eben auch aus einer Zeit herauskommen, wo wieder die Frage der Qualität sehr groß debattiert wurde, zumindest nicht bei der Trinkwasserqualität, noch Quantität, weil wir immer noch in diesem
mit diesem Bild des Wasserschlosses Europas arbeiten und diese Frage nach nicht-technologischer Innovation am Herzen, da dies ganz oft so ein bisschen auch vergessen geht in diesem Zusammenhang. Auf der einen Seite gilt es hier, glaube ich, unserer Generation, unserer Vorgeneration, ein Riesenkränzchen zu liefern, weil die letzte Generation hat wahnsinnig viel aufgebaut im Bereich Umweltschutz, im Bereich Qualität und Wasserqualität. Und das ist wirklich ein gigantisches Bauwerk, das da aufgezogen wird. Die Zahlen, die sind, oder? Die Größenordnung vom Bauwerk Straße, die wir haben in der Schweiz, das, was wir in Infrastruktur aufgezogen haben, um uns mit Wasser zu versorgen, auf der anderen Seite aber auch die Umwelt zu schützen. Wir können es uns fast nicht mehr vorstellen, was passiert ist in den letzten 30, 40, 50 Jahren im Bereich Qualität. Und es geht nicht nur um die Wasserreinigung, klar, da braucht man natürlich auch Schutz. Was ich mir natürlich wünsche, ist, dass wir diesen Wert erhalten und nicht einfach das Gefühl haben, das Problem ist gelöst, es geht das nächste an. Wenn wir das Problem nicht weiterhin auf einem hohen Standard pflegen und uns dem Sorge geben, oder verlieren wir das, was uns übergeben wurde. Ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich am Herzen liegt. Aber es geht auch darum, dass wir die Gewässer revitalisiert haben, dass wir den Gewässern einen Wert gegeben haben. Das sind alles Elemente, die wichtig sind, dass im Wasserkreislauf die Qualität erhalten wird. Sobald es um die Gesundheit des Menschen geht, gibt es große Schlagzeilen, die Emotionen gehen sehr hoch. Und auf der anderen Seite, so, wenn es um die Biodiversität geht und wenn es um Themen wie die Bedrohung von Arten geht, das ist viel weniger fassbar, weil ich meine, wie sehe ich das? Ich bekomme das irgendwie als urbane Bürgerin kaum mit. Ich sehe den schönen See, ich sehe die Bäche, die fließen, alles gut. Aber dann die kleinen Dinge, wenn da mal eine Quelle wird austrocknet, das sieht man halt nicht. Und wie das dann in den Medien ausgespielt wird oder eben nicht ausgespielt wird, finde ich schon irgendwie auch erschreckend zu sehen. Und deswegen ja, ist es wichtig, dass auch Themen wie die Biodiversität, oder ich finde es deswegen auch sehr schön, dass wir heute alle hier sind und uns diesem Thema widmen. Genau, und nicht nur dann zuhören, wenn der mediale Aufschrei sehr groß ist. Ein Projekt, das wir im Moment versuchen anzutreiben, wo wir auch vom Bundesamt für Landwirtschaft ein bisschen Aufmerksamkeit jetzt bekommen haben und auch jetzt schaffen sie quasi dann dort zu wohnen, sind Fragen der Retention, also Retentionsmaßnahmen, ganz einfache bauliche Maßnahmen auf landwirtschaftlichen, nicht nur Acker, aber einfach Flächen, wo es möglich ist, wo quasi Landwirte quasi eine kleine Fläche zur Verfügung stellen können, wo dann Versickerungen möglich sind und in dieser Versiegelung oder dieser Fortschwemmung der Wassermassen ein bisschen vorgebeugt wird. Wir haben ein Partnerschaftsnetzwerk von 600 Partnern hier in Zürich. Man kennt einige, wir sind in Restaurants, wo Leitungswasser getrunken wird. Es gibt auch was Ähnliches hier in Zürich, Zürichwasser. Und ich finde es schön, es wird da im Restaurant Leitungswasser getrunken, das wird ausgeschenkt. Es ist verbunden mit einem kleinen Betrag, das man dann bezahlt. Und somit, ich finde, es gibt zwei Ebenen da. Die eine, man gibt dem Wasser einen Wert, davon hatten wir es vorher schon. Aber dann die zweite Ebene, die mit uns Wasser für Wasser auch ins Spiel kommt. Ein Teil von diesem Preis, den man zahlt fürs Wasser, kommt an uns und wir setzen das dann in unsere Projektarbeit ein, in der Projektarbeit in Sambia, in Mosambik und aber auch in der Schweiz. Und so finde ich es eigentlich schön, wird was ganz Alltägliches, wie ich trinke ein Glas Wasser, wird verbunden und gekoppelt an einen sozialen Ausgleich. Aber wenn man sich dann die Zahlen anschaut, kann man einen riesigen Schrecken bekommen. Denn glaubt man diesen Zahlen, dann verbrauchen wir über 1600 Liter Wasser am Tag. Jeder Einzelne von uns, jeder Schweizer Bürger. Wie kommt das? Also ich glaube, da geht es primär um diesen Begriff des virtuellen Wassers, ne? Des importierten virtuellen Wassers. Also ich glaube, wenn man sich die Zahlen anguckt, wenn ich mich richtig erinnere, sind eben der eigentliche Wasserverbrauch
der Schweiz passiert eigentlich nur so 18% innerhalb der Landesgrenzen und mehr als 80% eigentlich außerhalb der Landesgrenzen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wenn man mitberechnet, wie viel Wasser es braucht, um zum Beispiel ein Kilo Fleisch herzustellen in Argentinien, dies zu verarbeiten, dies zu transportieren, bis es dann irgendwann mal im Regal bei uns landet quasi, wird extrem viel Wasser verwendet. Also eigentlich schon bevor wir überhaupt die Kaufentscheidung machen, will ich das jetzt hier kaufen oder nicht, ist eigentlich schon dieses Wasser verbraucht worden in dem Sinne. Der Wasserabdruck in der Schweiz für ein Kilo Kartoffeln ist dasselbe, ob Sie das in der Schweiz machen oder in Ägypten machen. Der große Unterschied ist natürlich, dass das Wasser in der Schweiz vom Himmel kommt und das Wasser in Ägypten für die Kartoffeln aus dem Boden kommt. Nehmen Sie lokal, dann ist das Wasser üblicherweise vom Himmel gekommen. Da haben Sie bereits schon dort oder zwar einen selben Fußabdruck, aber doch eine andere Qualität. Und das Zweite ist halt so ein bisschen auf, oder der gesunde Menschenverstand hilft sehr oft beim Einkaufen. Avocado kommt jetzt nicht gerade aus der Ecke, das wird irgendwo eingeflogen, ob es dann unbedingt Erdbeeren sein müssen, und jetzt vor allem spanische Erdbeeren, die jetzt in Baden drin sind, die sind fußabdruckmäßig eine Katastrophe, die kommen auch, das Wasser kommt auch irgendwo aus einer Wüste. Aber man kann ja auch warten, bis die guten Thurgauer Erdbeeren reif sind, oder? Ich glaube, die Regel heute ist auch sehr klar, oder? Das Essen sollte hauptsächlich vegetarisch stehen, aus pflanzlichem Nahrung. Wenn es dann mal sein muss, irgendein Stück Fleisch oder so, dann schaut doch dafür, dass er irgendetwas Lokales nimmt. Und gleichzeitig, finde ich, darf man bei dieser Debatte auch für mich nie dann das andere Auge verschließen, wo es dann auch wirklich um strukturelle Fragen geht und um Fragen von, okay, was machen denn die Entscheidungsträger, die da wirklich da sitzen, wo die Weichen gestellt werden können. Und ich möchte einfach verhindern, dass man die dann quasi aus der Verantwortung zieht mit dieser Debatte. Also man sagt, naja, wir gucken uns nochmal an, was brauchen wir als Menschen, um wirklich zu überleben, was sind wirklich die körperlichen Grundbedürfnisse des Wassers für Wasserkonsum, und die sind quasi kostenfrei. Und alles, was darüber hinausgeht, wird dann quasi sukzessive stärker, besteuert oder eben mit einem Tarif versehen. Und ich glaube, das ist einfach Teil dieser Fragen, wie kann man auch Bewusstsein schöpfen dafür. Und da habe ich eben das Gefühl, kommen wir mit Leitfäden und Empfehlungen und schönen Labels, die ich alle gut, ich finde die alle gut, aber ich glaube, wir kommen einfach nur zur Hälfte bis dahin, wo wir wollen, wenn wir nicht auch eben versuchen, quasi von oben strukturell auch nochmal die Sachen grundlegend zu überdenken. Ich finde sehr schön, was Sie gerade angesprochen haben, weil da kam auch so ein bisschen eine Polarität bei diesem Gut Wasser zum Vorschein, dass es einerseits eben nicht einfach was ist, was kostenfrei zu haben ist, was so viel da ist, dass es überhaupt nicht scheren sollte, aber andererseits scheint es zumindest eine Minimalmenge an Wasser zu geben, wo wir sagen, die sollte jedem Menschen zur Verfügung stehen, da sollte nicht eben Geld drauf gehauen werden. Genau. Wasser ist ja auch ein Menschenrecht, das ist mir auch immer ganz wichtig zu betonen, und das ist unantastbar aus meinem Gesichtspunkt, aber das heißt nicht, dass man dann nicht trotzdem irgendwie gucken muss, wie man halt dann braucht Ressourcen schon. Ich wünsche mir, dass wir auch neben Politik und neben den auch und Regularien einfach noch ein bisschen Freude haben, etwas zu verändern. Ich weiß nicht, ob jemand die Mission B sich noch erinnert, das war vor der großen Zäsur da. Mission B, was da gegangen ist, genialer Name, sich vor allem auf die Bienen konzentriert, und Mission Biodiversität, wer eigentlich dahinter gestanden, was dann gegangen ist, zeigt uns euren Quadratmeter Grün, Blumengrün, das ihr in der Stadt schafft. Oder? Und innerhalb von wenigen Wochen wurden über 1 Million Quadratmeter Grünflächen geschaffen in der Schweiz. Oder? Und ich schaue euch so ein bisschen an, oder? Weil es geht nicht nur darum, den Politikern die Politiker zu motivieren, das braucht es auch, gar keine Diskussion, aber es ist auch etwas, was wir hier direkt, unmittelbar etwas machen können. Und das ist mir noch wichtig, also ein bisschen spielischeren Umgang damit, dass wir die Welt, die Städte klimaresilienter machen können und gleichzeitig auch ein bisschen mehr Freude in unser Leben bringen können.